hochlohnen. Heute haben wir Le Soupe de Huhn mit Wurst de Gams. Wir tun da Zelten auf 3000, damit wir morgen in aller Frische da oben fahren können, da genau gegenüber. Und ja, heute war es ein bisschen anstrengend mit den 2200 Höhenmeter und alles zum Spuren und echt richtig viel Schnee. Das war jetzt wirklich nicht ganz einfach, weil es hat natürlich frisch geschnieben gehabt. Die Idee, den Berg zu fahren, hat sonst kein anderer gehabt. Das heißt, wir haben alles müssen spuren. Das waren wirklich 2200 Höhenmeter mit so zwischen 5 und 20 cm Pulverschnee zum Spuren. Oben noch ein Stapfen. Haben wir wirklich gescheit geschunden. Aber sein dann bei perfektem Licht oben auf dem Grat ankommen, das ist so Abendstimmung, haben die Flanke gesehen, waren wir eher mal alle perplex. Und der hohe Dan, der sticht deswegen so wild aus. Also eigentlich egal auf welchen Berg man steigt in die Tauern, du siehst den immer. Das ist eine riesengroße weiße Wand. Die Wand selber hat 800 Meter, um die 50 Grad. Und das ist einfach ein riesen Leintuch. Und wenn man das sieht, da als Steilwandfahrer, da sagt man einfach, boah, hey, da muss ich mal oben stehen, da muss ich mal oben fahren. Und das nur in perfektem Schnee. Zu den ganzen Kindern noch, dass genau auf den Tag war Vollmond, es war sternenklar, es war keine einzige Wolke am Himmel, der Vollmond hat geleuchtet. Das waren da oben Momente, das kann man gar nicht beschreiben, das war Wahnsinn. Ja, und den nächsten Tag in der Früh sind wir dann aufgestanden und wenn du da oben auf 3100 Meter in der Früh aus dem Zelt rauskrabbelst und schaust in eine Landschaft, wo gerade die Sonne aufgeht, die Morgendämmerung losgeht, das ist Wahnsinn. Der Hohe Dan ist eine Ostwand, also die Hohe Dan Ostwand und da scheint einfach, sobald die Sonne aufgeht, scheint die da rein. Ich bin dann allein auf den Gipfel gestiegen. War dann etwas weiter wie gedacht. Es hat dazu von der Distanz schon weit ausgeschaut, aber dass das so weit war, war ich dann echt auch ein bisschen überrascht. Und wo ich dann oben gestanden bin, manchmal durch den Kopf so gegangen, hey, das ist eigentlich die erste Steilwandaktion, was du machst, was du eigentlich komplett allein machst.
fahre dann ein und habe dann gleich gemerkt, okay, hey, Pulver ist jetzt in den oberen Teil haben wir sicher nicht mehr. Es ist also ein gepresster Schnee, sicher, also es war jetzt nicht gefährlich oder so. Aber einfach so der richtige Schnee zum schnellen Fahren war nicht da, also zumindest nicht oben. Und unten, wo das dann von der Rinne eigentlich aufmacht in einen riesen Hang, habe ich dann gemerkt, der Schnee wird ein bisschen besser, also ist ein bisschen mehr offen gewesen. Und habe dann können wir mal mehr Speed machen. Stehst du unter der Wand, schaust hinter und warst. Ja, Mann. Jetzt bin ich da oben gefahren. Und zwar wirklich gefahren. Nicht gerutscht, sondern wirklich gefahren. Ja. Bei nicht so schlechtem Schnee. Aber an perfekten Licht und richtig geile Momente. Bitte ein Netz. Yes. Na hey, fahrst bitte hinten oben. Es bringt ja nichts da oben. Ja. Ja. Ja, cool. Hey, noch ein bisschen da. Ja, ciao. Und genau so haben wir es gemacht und wir haben uns wirklich auf die Sekunde genau draußen getroffen. Das war Hammer. 2400 Höhenmeter. Jeder ist selber gefahren, man trifft sich unten, jeder hat einen Smile von einem Ort zum anderen. Und das ist schon ziemlich genial. Man nimmt schon so Suppenwürfel, aber das auch nicht gut ist. Ist das ein Suppenwürfel jetzt oder was? Ich glaube, der Suppenwürfel. Geil.